Habt ihr in der letzten Zeit häufiger mal bemerkt, dass ihr seltsame Uhrzeiten seht, wenn ihr auf Wecker guckt? Seid ihr nachts aufgewacht und habt plötzlich Uhrzeiten gesehen wie 4.04 Uhr oder 5.05 Uhr? Seid ihr am Tag beim Kochen gewesen, beim Zocken oder habt sonst etwas unternommen und immer dann, wenn ihr einen Blick auf die Uhr gerichtet habt, habt ihr auf einmal wieder diese Zahlen gesehen? 15.15 Uhr, 22.22 Uhr und so weiter. Im Normalfall, wenn man solche Uhrzeiten sieht, bemerkt man dies vielleicht kurz, wundert sich, weil es die gleiche Zahl ist, aber ignoriert es dann wieder, gibt dem Ganzen keine große Bedeutung. Doch tatsächlich gibt es angeblich in jeder dieser Spiegelnummern eine gewisse Bedeutung, die scheinbar für einen persönlich eine Bedeutung hat. Sprich, sind diese Uhrzeiten scheinbar Nachrichten, die an einen gestellt werden. Und über dieses Thema wollen wir heute einmal sprechen. Denn diese Uhrzeiten, 10.10 Uhr, 20.20 Uhr, haben einen Namen. Und dieser Name lautet Spiegelzahlen bzw. Mirror Numbers. Sprich Zahlen, die scheinbar bei der Mitte durchgetrennt wurden und einmal gespiegelt wurden. Deswegen 20.20 Uhr zum Beispiel. Es geht nun darum, dass eben diese Zahlen, wenn wir sie bemerken, nicht unbedingt nur Zufälle sind, sondern dass wir eben Bedeutung haben, dass wir aus einem guten Grund diese Uhrzeiten sehen und eben daraus etwas lernen sollen, beziehungsweise auch eine Warnung vielleicht kriegen sollen, weil in der Zukunft etwas Schreckliches uns passieren wird, wenn wir nicht handeln. Ihr müsst Folgendes wissen, wenn ihr am Tag vielleicht einmal eine Uhrzeit seht, zum Beispiel heute seht ihr 11.11 Uhr und morgen seht ihr dafür 20.20 Uhr, dann ist dies nicht unbedingt etwas Besonderes. Egal welche Uhrzeit man sieht, es kann immer ein Zufall sein, doch wenn ihr, sagen wir mal, immer wieder 5.05 Uhr seht, wenn ihr zum Beispiel nachts jedes Mal aufwacht und auf die Uhr guckt und immer ist es 5.05 Uhr, dann kann dies eine Bedeutung haben. Denn laut der Theorie der Spiegelnummern soll man, wenn man immer wieder die gleichen Uhrzeiten sieht, also immer wieder die gleichen Zahlen, etwas Besonderes einem mitgeteilt werden. Und ich werde jetzt nicht alle Uhrzeiten durchgehen, doch ich will euch mal ein paar nennen. Denn je nachdem, auf welcher Seite man guckt, gibt es unterschiedliche Gründe, wieso man gewisse Uhrzeiten sieht. Es gibt so zum Beispiel die Uhrzeit 11.11 Uhr. Letztendlich geht es darum, dass du um diese Uhrzeit einen Wunsch machen darfst. Du darfst dir also jetzt gerade auf einmal etwas wünschen und eine Stunde später zum Beispiel, beziehungsweise eine Stunde und eine Minute später, soll man eben einen Moment haben, wenn man diese Uhrzeit immer wieder sieht, bedeutet das, dass bald ein Wunsch von dir in Erfüllung geht. Heißt, ganz nette Dinge, eigentlich schöne Dinge, auf die man sich freuen könnte, doch es geht eben auch anders. Es gibt so zum Beispiel die Uhrzeiten, die ich eben angesprochen habe. 5.05 Uhr. Wenn man immer wieder nachts aufwacht und eben immer wieder die Uhrzeit 5.05 Uhr sieht, soll dies angeblich bedeuten, dass jemand, der einem nahesteht, ein Freund, ein Familienmitglied, ein Partner, derzeit in wirklich großer Gefahr ist. Sprich, wenn ihr immer wieder nachts um diese Uhrzeit aufwacht, bedeutet dies vielleicht, dass gerade jemand da draußen in Gefahr ist, der euch nahesteht und ihr etwas unternehmen müsst, um das zu verhindern. Es gibt im Internet auch unterschiedlichste Seiten, wo sie davon sprechen, dass zum Beispiel die Uhrzeit 3.03 Uhr, sprich um 3 Uhr nachts und 3 Minuten danach, eben bedeuten soll, dass man selbst in Lebensgefahr schwebt. Sprich, wenn ihr jede Nacht wieder aufwacht um 3.03 Uhr, soll dies angeblich bedeuten, dass ihr vielleicht demnächst sterben werdet, wenn ihr nichts unternehmt. Und das gibt es auch für alle möglichen anderen Uhrzeiten. Während manche Uhrzeiten eben von schönen Dingen sprechen, dass jemand auf dich steht, beziehungsweise eine Person mit hellen Augen sich in dich verliebt hat, jemand an dich denkt und so weiter, gibt es eben auch Uhrzeiten, die exakt das Gegenteil bedeuten können. Dass du eben in Gefahr bist, dass andere Leute in Gefahr sind oder auch zum Beispiel, dass irgendwelche Wesen, Geister und andere Monster mit dir versuchen, in Kontakt zu treten. Wenn ich mich nicht täusche, ich mache das jetzt gerade aus dem Kopf, glaube ich, dass die Uhrzeit 21.21 bedeutet, dass gerade irgendein Wesen, irgendeine andere Gestalt versucht, mit dir in Kontakt zu treten, um dir etwas mitzuteilen. Dies ist grundsätzlich die Theorie bzw. die Aussage von eben diesen Spiegelnummern. Und wenn man jetzt erstmal glaubt, dass das Ganze nicht wirklich Sinn ergibt, weil letztendlich ist es doch Zufall, welche Uhrzeit man sieht, gibt es eben auch andere Mysterien, die damit zu tun haben. So gibt es zum Beispiel ein Mysterium, welches letztes Jahr sehr aktiv war, dass Leute immer wieder um 3.44 Uhr aufgewacht sind. Dies ist zwar keine Spiegelnummer, aber eben auch eine besondere Uhrzeit, wo immer und immer wieder Leute wach wurden, scheinbar ohne Grund.
Und dafür gab es nicht wirklich damals eine Erklärung und die gibt es bis jetzt auch nicht. Doch manche Leute verweisen eben auf diese Spiegelzahlen und meinen, dass auch die Uhrzeit 3.44 Uhr beispielsweise eine tiefere Bedeutung hat. Dass es eben auch nachts eine Warnung ist. Eine Uhrzeit, wo man versucht eben einen zu warnen, dass irgendetwas Schreckliches bald passieren wird. Nun müssen wir uns das Ganze allerdings auch einmal versuchen, logisch anzusehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass eben diese Uhrzeiten wirklich einen gruseligen Grund haben? Zunächst einmal, wenn man am Tag halt einmal 16.16 Uhr oder 17.17 Uhr sieht, ist dies erstmal nichts Seltsames. Es ist letztendlich einfach nur Zufall, welche Uhrzeit man sieht, weil man kann genauso gut auf die Uhr gucken und es ist 15.20 Uhr oder so. Der Unterschied bei der Sache ist nun folgender. Sieht man Uhrzeiten wie 16.16 Uhr, 22.22 Uhr und dergleichen, ist dies auffälliger. Wir sehen zweimal dieselbe Zahl. Vor allem bei 11.11 Uhr und 22.22 Uhr ist dies der Fall. Es sind besondere Zahlen, die eben besonders aussehen und deswegen für uns mehr auffallen und prägnanter sind. Wenn wir auf eine Uhr gucken und die Uhr zeigt 11.11 Uhr, sprich wir sehen vier Einsen hintereinander, merken wir uns dies wahrscheinlich eher, als wir auf die Uhr geguckt haben und es war 14.38 Uhr. Dies ist keine besondere Zahl, dies ist nichts Besonderes, es ist einfach nur irgendeine Zahl. Sprich, wir haben also eine wahrscheinlich höhere Chance, uns gleiche Zahlen zu merken, deswegen kann es für uns so wirken, als ob wir häufiger solch besondere Zahlen sehen. Wenn man aber nun wirklich jede Nacht in Folge aufwacht, und wirklich jede Nacht in Folge die gleiche Uhrzeit sieht. Wenn man also quasi immer und immer wieder 4.04 Uhr, 5.05 Uhr, 6.06 Uhr sieht oder auch zum Beispiel am Tag jeden Tag 16.16 Uhr bemerkt, dann kann dies vielleicht eine Bedeutung haben. Hierbei geht es letztendlich darum, wie sehr man an so etwas glaubt, weil die Erklärung ist natürlich etwas Übernatürliches. Es gibt die Theorie, dass eben irgendwelche Wesen versuchen, uns diese Hinweise zu geben. Übernatürliche Wesen wie Schutzengel und dergleichen, die versuchen uns mitzuteilen, dass wir in Gefahr schweben und uns deswegen immer wieder diese Uhrzeiten zeigen. Ob man das glaubt oder nicht, hängt mehr oder weniger damit zusammen, wie sehr man eben an solch spirituelle, übernatürliche Dinge glauben kann und ob man diese für wahrscheinlich hält. Doch es ist nicht wirklich zu erklären, wieso Leute dies auf einmal jetzt gerade immer wieder spüren. In einem vergangenen Video sprach ich darüber, dass immer und immer mehr Leute jetzt gerade das Symptom verspüren, dass sie eben diese Uhrzeiten sehen. Und dafür gibt es für mich jedenfalls derzeit noch keine logische Erklärung, egal wie viel ich danach suche. Wenn ihr in den nächsten Tagen bemerkt oder auch in den letzten Tagen bemerkt habt, dass ihr eben solche Spiegeluhrzeiten seht, dass ihr immer wieder mitkriegt, dass man eben diese gruseligen Uhrzeiten erblickt, dann teilt mir das gerne mit. Denn es kann sein, dass vielleicht hier ein gruseliger Grund da ist, beziehungsweise es kann sein, wenn man eben dieser Theorie glauben möchte, dass es scheinbar da draußen irgendetwas oder irgendjemanden gibt, der versucht einem mitzuteilen, dass man in Gefahr ist, beziehungsweise dass man sich schützen muss vor was auch immer. Aber wie gesagt, dies ist eine spirituelle Theorie, man muss dran glauben, wenn man es interessant findet, ansonsten könnte das Ganze als nichts weiter als typischer Zufall wirken. Das war auf jeden Fall dieses Video. Viele Leute hatten das Thema interessiert, deswegen wollte ich das einmal ansprechen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.